hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder auf meinem Bastelkanal. Wie ihr seht, die Saison fängt wieder an. Was ich jetzt zeigen möchte, weil ich muss dazu sagen, meine Frau hat ein bisschen Ausschlag bekommen von dem Pool. Muss mir ganz fairness halber dazu sagen, warum, weshalb. Man sagt, dass es dran hängt, dass der pH-Wert nicht in Ordnung war. Könnte ich fast unterschreiben, weil das Problem war, als wir gemessen hatten, war, war das Problem, haben wir gemessen, ein pH-Wert über 9 teilweise, und das ist sehr viel zu hoch. Und das kann natürlich die Haut anregen. Also dass das der Salz ist, glaube ich nicht. Wird zwar irgendwann nochmal vom Arzt nach untersucht, aber wir glauben nicht, dass das war, sondern wirklich der pH-Wert. Ihr wisst, pH-Werte können richtig ekelhaft werden. Jetzt, da das jetzt unser Hobby geworden ist, Entschuldigung, haben wir uns, das soll jetzt keine Werbung dafür sein, den haben wir gekauft. Ich sage euch den Preis. Bei Amazon, glaube ich, war das 130 Euro. Aber wir haben uns gesagt, wir haben den Spaß daran, der hat über 1000 Euro gekostet. Dann kann ich mir auch ein gutes Testgerät kaufen. Und auf alle Fälle, ich bin auf der sicheren Seite. Hab nochmal Gegenmessungen für die Temperatur. Also die stimmt auch überein mit diesem Gerät. Das ist kalibriert vom Werk. Also wir hatten das erste Mal gemessen. Hatten wir einen Wert von... Entschuldigung, ich habe einen Brotkrümel oder was im Hals. Ein Wert von zwischen 8,5, 8,6 bis 9 mit dem Gerät. Ein sehr netter Handwerker, der öfters zu uns kommt wegen Wartungsarbeit in die Firma, der hat mir sogar empfohlen, also nicht das Gerät, sondern wir machen das jetzt gleich alles, und zwar das heißt Schütteltest. Genau, darunter findet ihr das auch im Internet. Keine Werbung für die Firma, haben wir auch bezahlt, hat gekostet, was war's? Paar 20, paar 30. Also es war nicht teuer. Geht einfach mal ins Internet, auch auf Amazon, findet ihr das. Das sind, aber holt euch bitte, haben wir jetzt auch, ich habe schon mal probiert, erfahrungsgemäß, dieses blaue Set hier. Das gibt es auch nur dieses hier, in diesem blauen Teil. Ihr werdet gleich sehen, warum. Dann gibt es verschiedene Arten, aber das ist wirklich top aufgemacht hier. Wir können jetzt hergehen, messen jetzt erstmal. Das haben wir jetzt schon gemacht, das habt ihr ja gehört, ich habe ausgeschaltet. Der soll circa, haben wir jetzt ein bisschen länger, ich glaube 15, 20 Minuten waren das jetzt, laufen lassen. Sehr klar, dass das Wasser mal umgerührt wird, umgewälzt wird. Ja. So, ich mache das mal gerade raus. Da ist auch immer in so einer Gelflüssigkeit drin. Da soll da nach Benutzung, ganz wichtig, soll der nach Benutzung soll der leicht mit Seifenwasser abgewaschen werden, abgetrocknet werden und immer lagernd sofort in diese Flüssigkeit wieder rein. Weil das was mit dem Messwerte zu tun hat. So, jetzt mache ich schön raus. Und zwar, was an dem auch interessant ist, der hat eine Hold-Funktion. Das ist also der, ich sage es mal genau, was für einer das ist. Das ist der Testo 206 pH1. Es gibt der pH2, den braucht er gar nicht zu holen, weil der für Festflüssigkeit, also für Feststoffe ist. Marmelade und. Wobei ich denke, das würde mit dem wahrscheinlich auch gehen, Marmelade messen. Und dann gibt es noch den pH3, der kann, glaube ich, dann beides messen. Aber was wollte die Marmelade messen, was sie für einen pH-Wert hat? Wobei ich wirklich denke, dass ich das mit dem auch machen kann. Aber egal, wir wollen ja den Pool messen und nicht die Marmelade. Und so, ich nehme das jetzt einfach mal, schalte den ein. An. Seht ihr? Das ist jetzt seine Eigentemperatur. Ich gehe jetzt gerade mal rein und gerade noch mal ein bisschen abmachen. Jetzt gucken wir mal, wie hoch der Wert ist. Ja, schon wieder ein bisschen.
7. Man muss immer ein bisschen warten. Ich sage euch auch gleich, wie wir den runterbekommen haben. Das dauert natürlich einen Augenblick, das ist ja klar. Das kann einige Sekunden dauern, aber... Und dann pendelt er sich ja ein, wie jetzt. Der pendelt sich langsam ein. Der sieht schon gut aus. Ja, eben pendelt er sich ein. So. Seht ihr, das ist jetzt die Hold-Funktion. Und da ist er so 7,3. Ist eigentlich super. Ich zeige euch das nicht, wie er sauber gemacht wird. Ich lege ihn jetzt mal daneben hin. Stecken jetzt nicht rein. Also das Messgerät. Frau lacht sich schon eine. So, jetzt machen wir mal eine Gegenmessung. Das rote ist der pH-Wert und das gelbe ist der Chlorgehalt nochmal. Ist auch immer mal ganz interessant, weil wenn ihr ja diese Desinfektion macht, wird ja euer Salz in Art Flüssigflot, das hat mir auch der Kollege da erzählt, umgewandelt. Also das heißt auch mal ganz interessant und viele machen zum Beispiel nach jedem Durchlauf, wenn sie fertig sind, machen sie 2 bis 3 Löffel Esslöffel Chlor rein. Ich weiß nicht, ob wir das weiterhin machen werden, weil ich tue mich jetzt nur noch auf Messungen verlassen. Weil das ist einfach sicherer. Dann ist hier eine Skala. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade sieht, ja, genau. Immer auch mal ganz kurz ausspülen. Ah, perfekt. Gut. Es kommen jetzt auf jede Seite 5 Tropfen. Rot, alles auch super gekennzeichnet. Wie gesagt, es ist nur eine Gegenmessung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal hier. Das ist halt, wenn man sowas macht, sollte man auch sich ein bisschen Equipment zulegen, weil absolut beschissen sind die Teststreifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wie gesagt, ich habe keine Probleme mit Masse. Meine Tochter nicht, mein vielleicht zukünftiger Schwiegersohn nicht. Bekannten nicht. So, das wäre Geschütteltest. Also der wird auch wirklich so genannt, Schütteltest, das ist lustig, aber es ist so. Schaut mal. Also die Messung funktioniert, schaut mal hier. 7,2. Und schaut mal die Farbe. Identisch. Und hier jetzt, der Chlorgehalt, ja, ist circa bei 0,8, ungefähr bei 0,8, ist auch okay. Also, mit gescheiten Messinstrumente kriegt man gescheite Werte. Wir haben runterbekommen, ganz einfach, wir hatten, wie gesagt, den hohen Gehalt. Wir haben pH-Senker genommen, ganz einfach. Haben so lange reingemacht, bis es okay ist. Das ist beim ersten Mal, man sagt, dass der jetzt ziemlich so stehen bleibt. Der wird mal ein bisschen hoch, vielleicht mal ein bisschen runter gehen, aber dafür, wie gesagt, haben wir pH-Senke und pH-Anheber. Das heißt, von wo mit dem Aldi? Lidl? Haben wir den bestellt im Internet? Ich weiß es nicht mehr. Im Internet bestellt, ja. Genau, auch auf Amazon, genau. Weil auch bei einem Händler pH-Senke. Da, ich glaube, da kommt es auch. Vielleicht ein bisschen was Vernünftiges holen, nicht das Billigste nehmen. Zu gucken, wo wir gucken auch ganz gerne mal so Testurteile und auch nicht nur bei Amazon auf die Testwerte gucken, sondern so insgesamt auch mal auf andere Kanäle gehen, was die von diesem Hersteller dann halten
Und wie gesagt, wir haben absolut beschissen ist es mit Teststreifen zu messen, weil da habt ihr überhaupt gar keinen gescheiten Wert. Und jetzt gucken wir mal, wenn der pH-Wert in Ordnung ist, werde ich nochmal einen Bericht machen. Ob das dann immer noch bei meiner Frau ist, weil ich weiß, bei vielen ist das ein Thema, haben wir jetzt mitbekommen, dass manche Ausschläge bekommen in dem Wasser. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ein Zusatz im Salz oder sonst was, aber mir ist zu Ohren gekommen nach langen Recherchen, dass das meiste daran liegt, dass es der pH-Wert ist. Das kennt ihr ja selbst, Seife, Waschmittel, Haarwaschmittel. Wenn der pH-neutral nicht ist oder sie haben irgend so einen Billigkram, kann es passieren, dass ihr Ausschläge bekommt. Nimmt ihr was pH-neutrales, ist wieder alles in Ordnung. Und so kann man sich das eigentlich hier auch vorstellen. Wie gesagt, ich habe keine Probleme damit, aber ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch alle viel Spaß mit eurem. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ich mache auch gerne nochmal, wenn ich mehrere interessante Themen habe, nochmal gerne Tests für euch. Und ja, ich habe auch schon vieles beantwortet, wie Mars und keine Ahnung, was da für Fragen waren. Mache ich gerne, weil ich war auch froh, dass ich geholfen bekommen habe. Und ja, also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe ja schon einen Rundgang hinter mir. Und dann, wie gesagt, meldet euch einfach. Lasst einen Daumen da. Tut hergehen, tut mich abonnieren, wenn ihr zufrieden seid mit dem Video, mit meinem Kanal. Das wäre schön. Das unterstützt mich da damit schon allein, dass ihr mich abonniert. Und okay, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ihr habt das Testgerät gesehen, das ist wirklich gut, ehrlich, wirklich empfehlenswert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und tschüss.